Marinas schräge Lebenshilfe. Die heutige Folge lautet Expedition Zwischenraum, Untertitel Ausräumen. Begonnen hat meine Expedition Zwischenraum schon vor circa 8 Jahren. Damals war ein Student bei uns in der Hochschulgemeinde, der längere Zeit in Japan Architektur studiert hat. Und als wir in unserem Meditationsraum waren, kamen wir auf die japanische Art, mit Räumen umzugehen, zu sprechen. Das lag vermutlich auch daran, dass unser Meditationsraum etwas japanisch anmutet. Zum einen ist er sehr sparsam möbliert und vor der Fensterwand, die die Stirnseite des Raumes ausmacht, befindet sich eine Art japanische Schiebewand aus mehreren Elementen, die in der Decke und im Boden verankert sind. Diese Elemente sind mit hellem, transparenten Stoff bespannt. So kommt Licht rein und der Blick wird doch im Raum gehalten, was der Sammlung dient. Also eine Art zweckfreier Raum der Stille, der Ruhe, der Begegnung, des Gebets. Und als ich das so erzählte, kam recht spontan von seiner Seite, ja, das ist so ähnlich wie das, was die Japaner Ma nennen. Und er erklärt mir dann, was das bedeutet. Ma lässt sich mit Zwischenraum übersetzen. Und das Schriftzeichen für Ma ist ein Tor mit 2 Flügeln, einer links, einer rechts, und in der Mitte das Symbol die Sonne. Also durch dieses Tor, durch diesen Zwischenraum kommt Licht herein. Das Zeichen findet sich in der Beschreibung der heutigen Folge. In der Architektur, so erklärte er mir weiter, bezieht sich das Ma, so wie ich es jetzt mal verstanden habe, auf den Raum zwischen 2 tragenden Säulen eines Innenraums. Es wird sozusagen leerer Raum eingefasst, mit all den Möglichkeiten und Potenzialen, die der Raum in sich trägt. Er hat mir dann noch ein Zitat von Lao Tse dazugelegt, das lautet, man bricht beim Hausbau Fenster und Türen, doch erst das Leere, das sie umschließen, bewirkt des Hauses Nutzen. Also das Leere ist das Interessante. Dann hat er mir noch erzählt, wie er in Japan wohnt, denn da wohnt er nur in einem Zimmer, das mit Matten ausgelegt ist und das je nachdem, wozu es benutzt wird, dann entsprechend eingerichtet wird, als Arbeitsraum, als Schlafraum, als Essraum. Also wiederum ein leerer Raum mit einer Menge an Potenzialen und Möglichkeiten. Und das Ganze mit einer eher reduzierten Möblierung, so, das hat er mir weiter erklärt, dass die Dinge miteinander in Beziehung treten können. Also der Freiraum, der Leerraum zwischen den Dingen ermöglicht erst, dass diese Dinge miteinander in eine Beziehung treten können. Das könne zum Beispiel auch der Zwischenraum in einem Gespräch zwischen Wort und Antwort sein. Der erste Gedanke, der mir nach unserem Gespräch kam, war, dass wir hier im Westen so ziemlich die gegenteilige Kultur haben. Also nicht nur, dass wir wesentlich mehr Raum nutzen zum Wohnen als in Japan, sondern dass wir diese Räume auch unentwegt füllen mit nützlichen und gerne auch mit unnützen und auch überflüssigen Dingen, an denen wir auf manchmal unerklärlicherweise hängen und die oft Jahrzehnte unbesehen und unbenutzt ihr Dasein fristen. Also wir füllen die Räume. Aber, und das erscheint mir die Frage zu sein, sind sie dann auch erfüllt? Als unser Haus, das Studierenden- und Schülerinnenzentrum, 1 Jahr existierte, das ist jetzt auch schon relativ lang her, wurde ich gefragt, ob es denn schon voll sei. Und mir rutschte heraus, das Haus ist doch keine Windel, die man voll macht, sondern es ist doch die Frage, ob es erfüllt ist. Also welcher Geist denn da weht. Und wenn das Haus voller unnützer Dinge, aber auch voller Regelungen ist, die kein Mensch braucht, dann kann und dann wird da auch kein Geist wehen, zumindest kein heilender, belebender, freier Geist. Und dann ist da auch kein Raum für die Begegnung von Menschen aus verschiedenen Kulturen, Nationen, Religionen, Lebensstilen, Denkweisen und Lebenseinstellungen. Und da ist dann auch nicht wirklich was Zwischenmenschliches möglich.
Ohne Zwischenraum gibt es auch nichts Zwischenmenschliches. Aber das gibt nochmal eine eigene Folge. Ja, und eine Pointe habe ich noch vergessen, die mir der Student erzählt hat, nämlich das Wort Idiot auf Japanisch. Das heißt Manuke. Und das bedeutet, dass da jemand ist, der einen Mangel an Ma, einen Mangel an Zwischenräumen hat. Und das sollte Mensch vielleicht wissen. Der ganze Tag und das Leben ist voller Zwischenräume, die ich oft nicht bemerke und nicht achte. Ich falle also auch unter die Definition Manuke. Jedenfalls war auch dieses Gespräch Anlass, mich mit Räumen zu beschäftigen, auch in der Lyrik. Neben Christian Morgensterns Gedicht vom Lattenzaun mit Zwischenraum aus der letzten Folge fiel mir eines von Rose Ausländer in die Hände und das heißt Im Atemhaus. Und in der vorletzten Zeile findet sich der Vers Im Atemhaus wohnen. Ich habe dieses Gedicht auswendig gelernt, damit es inwendig in mir atmet. Ich kann das nur empfehlen. Sollte sich heute nach dem Anhören der Folge der Gedanke aufdrängen, dass der Tag zu voll mit Terminen ist, das Haus mit zu vielen Dingen und der Kopf mit zu vielen Gedanken besetzt ist, dann lade ich ein, mit mir weiter auf der Expedition Zwischenraum zu bleiben. Der Link zum Newsletter findet sich in der Beschreibung und auch der Link zum Gedicht Im Atemhaus. Und so wünsche ich Ihnen für die nächsten Wochen genügend Zwischenraum, um durchzuschauen. Das war Lenas Schräge Lebenshilfe, ein Podcast der katholischen Hochschulgemeinde der Technischen Hochschule Rosenheim. Getextet und gesprochen von Hochschulseelsorger Karl-Heinz Lehner. Produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Wir machen auch Ihren Podcast.